Frage zu der Steuer. Warum propagiert die AfD den Stufentarif? Ich meine, es gibt ja nichts Gerechteres für die lineare Progression, wenn man dem in anderen Ländern auch inflationär immer anpassen würde. Ich sehe nicht, wo da bei der Stufentabelle ein Vorteil wäre. Ich meine, die ist sogar ungerecht, weil sobald man ein paar Euro mehr verdient, dann rutscht man vielleicht gleich um einige Prozentpunkte höher in der Steuer. Das ist falsch, was Sie sagen. Das ist schlicht falsch. Also erstmal haben Sie ein Werturteil darin, indem Sie sagen, der linear progressive Tarif sei gerechter. Ja. Das ist Ihre Meinung. Die Meinung kann man haben. Wir sind nicht dieser Meinung. Ein Stufentarif ist nicht mehr oder weniger gerecht. Und es ist nicht so, dass wenn Sie da in eine höhere Stufe geraten, Sie dann für alles davor mehr zahlen. Sie müssen unterscheiden, das ist jetzt ein bisschen technisch, zwischen Grenzsteuersatz und Durchschnittssteuersatz. Wenn Sie zum Beispiel Steuerstufen haben von 25, 30, 40 Prozent und Sie sagen, sagen wir mal, bis zum Einkommen, ich greife jetzt wild gegen eine Zahl, bis 40.000 zahlen Sie 25 Prozent, darüber hinaus zahlen Sie 30 Prozent, dann zahlen Sie das, was Sie über die 40.000 hinaus bezahlen mit 30 Prozent. Das heißt, Sie zahlen nicht überproportional mehr. Und Sie sagen, ja, das wird nicht hinten nachgeholt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der Stufentarif den Vorteil bietet, dass den Menschen klar ist, wie viel Steuern sie zahlen müssen. Wenn ich zum Beispiel in meinem Professorendasein mal nebenher Vorträge gehalten habe oder meine Abendveranstaltung gemacht habe und habe dafür ein paar Euro extra verdient, dann kann ich mit Verlaub bei einem linear progressiven Tarif überhaupt nicht ausrechnen von den, sagen wir mal, 500 Euro, die ich dafür kriege. Wie viel von den 500 Euro kann ich behalten? Bei einem Stufentarif kann ich das sehr präzise sagen, weil ich weiß, in welcher Stufe ich mich bewege und dann kenne ich meinen Grenzsteuersatz. Und ich finde, die Menschen haben ein Anrecht darauf zu wissen, von dem, was sie zusätzlich verdienen, wie viel Prozent davon sind des Staates und wie viel verbleibt bei ihnen. Das geht in dem linear progressiven Tarif nicht, abgesehen davon, dass der linear progressive Tarif eine ganze Reihe weiterer Schwierigkeiten aufwirft, die Sie zum Beispiel bei einem von Ihnen vielleicht noch ungerechter empfundenen Flat-Tax-System überhaupt nicht hätten. Nicht? Da kommen also ganz viele Zusammenhänge, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting, ganz so voller Blüte. Und das haben Sie beim linear progressiven Tarif in besonderem Maße. Darum glauben wir, dass es sinnvoll ist, das Steuerrecht zunächst einmal. Das wird Ihnen jeder Steuerberater übrigens, von der Komplizierung des Steuerrechts leben, zugestehen, dass wir das Steuerrecht vereinfachen müssen. Wir haben ein so brutal kompliziertes Steuerrecht, dass weder die Finanzämter es noch durchschauen, noch die Steuerberater es durchschauen. Und das fängt dann eben mit Vereinfachungen an. Und ein Stufentarif ist zum Beispiel schon mal eine Vereinfachung, die das Steuerrecht, das Einkommensteuerrecht für die Menschen plausibler macht. Und dabei haben Sie immer noch einen progressiven Tarif. Der ist nur eben nicht linear, sondern der ist in Stufen. Wir halten das.